Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Latein. Quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und willkommen zurück zu unserem Sanitäter Fresh Up Impf Special Folge 2. Hier geht es um die mRNA-Impfstoffe gegen Corona ganz speziell. Das heißt, wir gucken uns einmal an, wie es überhaupt zu mRNA-Impfstoffen kam und was genau passieren musste, damit mRNA-Impfstoffe gegen Corona zugelassen werden konnten und welche Nebenwirkungen wir von ihnen erwarten. Zunächst mal allgemein zu RNA- und mRNA-Impfstoffen. Das ist tatsächlich keine Technik, die erst jetzt wegen Corona erfunden wurde. Das handelt sich um ein Prinzip, das tatsächlich 1990 zum allerersten Mal beschrieben wurde. Das heißt, 1990 ist jemand auf die Idee gekommen, dass man ja eben über dieses Funktionsprinzip von RNA und mRNA auch Impfungen durchführen könnte. Das hat dann ein paar Jahre gedauert, bis man dann in der Forschung vorangekommen ist und hat tatsächlich 1994 das erste Mal in Tierversuchen Mäuse mit RNA-Impfstoffen impfen können. Also man hat gezeigt, es geht. Und seitdem wurde halt fortwährend an dieser Impftechnik geforscht. Dabei hatte man vor allem im Blick, das in der Krebstherapie, also gegen Tumore, einzusetzen. Der Gedanke dabei war, dass man dann eben das Immunsystem dazu bringen kann, Tumore selber zu bekämpfen, anstelle eben auf das, was heutzutage verwendet wird, also Chemo- und Strahlentherapie, zurückgreifen zu müssen. Diese Forschungen sind dann eigentlich immer weiter vorangeschritten. Und als es dann zum Ausbruch der Corona-Pandemie kam, hat es auch nicht lange gedauert, bis die ersten Unternehmen, die ohnehin schon daran geforscht haben, auf die Idee gekommen sind, Mensch, das, was wir bisher geforscht haben für die Krebstherapie, kann man genauso gut auch für die Impfung gegen Viren nutzen. Und haben dann im Januar 2020 angefangen, eben ihre Forschung in diese Richtung umzulenken. Unterstützt wurden sie dabei natürlich auch von der Tatsache, dass viele Staaten dieser Erde das Ganze finanziell unterstützt haben und gesagt haben, Mensch, da liegt uns was dran, dass wir hier schnell vorankommen und eben großzügig Fördergelder und auch Kredite gegeben haben. Das führte dann dazu, dass tatsächlich von diesem Umschwenken der Forschung im Januar es bis ungefähr März gedauert hat, dass die ersten Unternehmen und Firmen oder Forschungseinrichtungen angefangen haben, Studien durchzuführen. Also Studien, wie wir sie in der letzten Folge angesprochen haben. Was genau Bestandteil solcher Studien ist, wie das dann aussieht und was für Studien auch die Impfstoffe, die wir aktuell haben, durchlaufen haben, dazu kann Nils jetzt sogar ein bisschen was sagen. Ja, es gibt ja im Moment in Europa, also in der EU und in Deutschland speziell auch, zwei zugelassene Impfstoffe. Und wenn man sich die Studien anschaut, dann ist das gar nicht übel, muss man sagen. Der eine Impfstoff, der zuerst zugelassene von BioNTech, hat insgesamt etwas über 43.000 Studienteilnehmer gehabt, bevor er überhaupt zugelassen wurde. Das sind also 21.000 ungefähr haben Placebo bekommen, 21.000 haben die echte Impfung bekommen. Die sind dann über mehrere Monate, 50% mindestens 2 Monate nachverfolgt worden, wurde sich also angeguckt, was für Nebenwirkungen entwickeln die, wirkt die Impfung überhaupt. Genau. Ja. Das Ganze ist auch nicht nur in einem Studienzentrum oder irgendwie so passiert, das wäre irgendwie auch relativ schwierig, so rein vom logistischen Aufwand da 40.000 Leute durchzuschleusen, sondern insgesamt 152 Studienzentren haben daran teilgenommen, davon alleine 6 in Deutschland, wo also auch diverse Probanden teilgenommen haben, freiwillig. Und mit dieser Studie letzten Endes hat man dann sich um die Zulassung beworben. Der zweite Impfstoff, der im Moment zugelassen ist, ist ja der von Moderna. Auch da sind über 30.000 Probanden randomisiert worden, also auch aufgeteilt worden in den Placeboarm und in den richtigen Impfstoffarm, dann im Schnitt halt ungefähr 15.000. In insgesamt 99 Zentren. Da hatte man eigentlich sogar ein bisschen damit gerechnet, dass die erst später ihre Studienergebnisse veröffentlichen können. Und letzten Endes durch das traurige Ereignis, dass in den USA die Infektionsraten so deutlich hoch waren, hatte man noch wesentlich früher dann die Zahlen zusammen, die man braucht, um wirklich statistisch verlässlich sagen zu können, dass wir
einen Impfeffekt haben, einen positiven. Also dass das wirklich einen Schutz bietet und gleichzeitig die Nebenwirkungen nicht besonders dramatisch sind. Ja? Wenn man das mal so im Vergleich stellt, 40.000, 30.000 Probanden in so einer kurzen Zeit, das ist echt viel. Ja? Also so verglichen mit anderen Zulassungsstudien, das sind schon in der Regel über 10.000. Ich habe jetzt leider nicht so richtig Zahlen gefunden, wie viel es im Schnitt sind. Aber 40.000 und 30.000 ist wirklich eine gute Zahl, mit der man sehr verlässliche Ergebnisse letzten Endes finden kann, statistisch einfach, um sich anzuschauen, was passiert denn, wenn ich jetzt einem Menschen sowas gebe. Ja, und insofern sind diese Zulassungsstudien eigentlich ganz gut gemacht, sind auch hier sehr gehypt worden. Ich glaube, dass der derzeit berühmteste Artikel aus dem New England Journal of Medicine. Das ist eigentlich ein Fachmagazin für Mediziner. Das ist ja aber letztens dann doch groß auch durch die breiten Medien getobt. Ne? Vielleicht magst du noch mal was zu diesem Rolling Review-Verfahren sagen, das ja auch noch mal für so eine gewisse Beschleunigung in der Zulassung geführt hat. Ach, Herr Jemine, ja. Es gibt im Grunde, danke, dass du mich darauf stößt, das hätte ich jetzt voll vergessen. Es gibt im Grunde zwei Varianten, so grob, wie man sowas machen kann. Das eine, seine Studien machen kann. Das eine ist, dass man quasi erst am Ende alle Studienergebnisse zusammenträgt, sich alles anschaut, das auswertet und das dann einmal gesammelt der Behörde vorlegt, die entsprechend die Zulassung dann gewährt. Das ist wissenschaftlich erst rein. Ja? Das Problem ist natürlich, dann hat die Behörde davor nichts zu tun, die wartet quasi den ganzen Tag darauf, dass ich endlich fertig werde mit meiner Studie, hat dann aber plötzlich gigantische Datenmengen, die sie plötzlich sich anschauen muss. Bei dem Rolling Review kann man das ein bisschen anders machen. Da macht man so Zwischenauswertungen, das macht man ganz gerne, gerade auch bei Medikamentenstudien, macht man Zwischenauswertungen und legt quasi immer wieder Daten vor. Zum einen zur Sicherheit, es gibt so richtige Safety Monitors, Clinical Safety Monitors nennen die sich meistens, die quasi darauf achten, ist das Medikament oder ist der Impfstoff sicher, und die dann eben mit den Behörden gleichzeitig sprechen und sich das permanent angucken, sodass, wenn ich dann sage, ich bin fertig, hier ist meine Studie, da schon noch neue Dinge mit drin sind, man muss das sich alles schon noch mal im Detail auch anschauen, aber es ist sozusagen nicht vollkommen neu und die Behörde, die Zulassungsbehörde steht da und sagt, ach, da habe ich ja noch nie von gehört, was ihr da gemacht habt. Das müssen wir uns jetzt erstmal sehr, sehr detailliert anschauen. Sondern die sagen, ja, grundlegend weiß ich, was ihr getan habt, ich kenne schon ein paar Zwischenauswertungen und jetzt kann ich mir quasi anschauen, ist das, was ihr mir hier zeigt, ist das kohärent, geht das in die gleiche Richtung? Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Wie man das, und so hat man eben auch in diesem Fall den Zulassungsprozess beschleunigt von allen derzeit weltweit zugelassenen Impfstoffen auch. Genau, vielen Dank. Letzten Endes zeigt das nur, dass eben nicht Abkürzungen genommen wurden, sondern dass man einen Weg gefunden hat, die Daten einfach schon mal in Portionen vorher zu geben, um das Ganze zu beschleunigen, ohne irgendwie Abstriche zu machen. Einen kleinen Ausflug habe ich noch vorbereitet, nämlich nochmal so ein bisschen die Frage, was genau macht jetzt eigentlich dieser Corona-mRNA-Impfstoff, wenn wir ihn in den Körper injizieren? Also bei der Impfung wird ja eben dieser mRNA-Impfstoff eingebracht in das Muskelgewebe. Und das Ziel ist es ja, dass eben diese Bauanleitung in die Zellen gelangt, wo eben über die zelleigenen Strukturen dann Eiweiße gebildet werden. Im Falle vom Corona-Impfstoff hat man halt das Coronavirus untersucht und geguckt, welche Eiweißstrukturen auf der Hülle dieses Virus sind jetzt diejenigen, die unser Immunsystem lostreten und sind jetzt auch diejenigen, die unser Immunsystem nutzen kann, um eben den Coronavirus zu erkennen und zu bekämpfen. Und dieses eine markante Eiweißprotein, was man da genutzt hat, das nennt sich dann Spike-Protein, weil es das Protein ist, was eben diese Wirkung oder die Impfreaktion auslöst. Und dieser mRNA-Impfstoff ist nichts anderes als die Bauanleitung für genau dieses Spike-Protein, das dann bei uns im Körper gebaut wird. Das Immunsystem nach der Impfung erkennt dann eben dieses Spike-Protein als körperfremd und bekämpft dieses Spike-Protein und merkt sich eben auch die Struktur dieses Proteins als böse. Und wenn dann wir Kontakt zum echten Coronavirus haben, dann wird eben über dieses Protein an der Oberfläche vom Coronavirus durch das Immunsystem, das dann schon trainiert ist, erkannt, aha, dieses Coronavirus ist böse, ich muss das bekämpfen und es werden halt die schon vorher trainierten Abwehrzellen aktiviert. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Also letzten Endes ist es
das Übermitteln dieser Bauanleitung und danach läuft im Körper eigentlich der gleiche Prozess ab wie auch bei einer aktiven Immunisierung. Nur, dass eben statt echter Virusbestandteile der Körper sich diese Virusbestandteile selber fertigt, als Kopie sozusagen. Und dementsprechend ergibt sich eigentlich auch, was für Nebenwirkungen wir erwarten können von so einem mRNA-Impfstoff, nämlich im Großen und Ganzen dieselben Nebenwirkungen, die auch konventionelle Impfungen bisher gehabt haben. Genau, das hat man sowieso schon erwartet, auch weil man gewisse Simulationen machen kann. Man kann das im Computer durchrechnen sozusagen. Wir haben ja das humane Gen schon vor ewigen Zeiten vollständig durchsequenziert. Dann hat man das, kann man sozusagen das am Computer simulieren, was für Nebenwirkungen da wohl ergeben sich werden. Das passt in der Regel gar nicht so schlecht. Und das hat man jetzt auch in diesen beiden Studien gesehen. Also bei beiden in Deutschland und in der EU zugelassenen Impfstoffen sieht man, dass es nach der Impfung, insbesondere nach der zweiten Impfdosis, kommt es häufig zu Müdigkeit, Fatigue, also so allgemeiner Erschöpfung, ja, die kurzzeitig anhält. Es kann zu Kopfschmerzen kommen, es kann zu Fieber und Schüttelfrost so ein bisschen kommen, wobei das in der Regel nicht über 40 Grad geht, also das ist selten schweres Fieber gewesen, kann man sich genau anschauen, die Zahlen. Und dann die üblichen Dinge, die man sonst auch kennt. Wir haben Muskelschmerzen, wir haben Glieder- und Gelenkschmerzen, die zeitweise auftreten, die dann wieder weggehen können. In seltenen Fällen kam es mal zu Durchfall und Übelkeit. Das muss man aber sagen, war wirklich die Seltenheit. Das ist bei beiden Impfstoffen, wie gesagt, gleich. Das Witzige ist, wenn ich das noch das kurz zum Vergleich, ja, bei den Leuten, die ein Placebo bekommen haben, also die keinen Wirkstoff, da ist einfach quasi Wasser injiziert worden, ja, das sonst eigentlich keine systemische Wirkung hervorrufen kann. Auch da kam es zu Müdigkeit, da kam es zum Teil zu Muskel- und Gelenkschmerzen. Ja. Ich glaube, jeder 20. habe ich eben gesagt, hatte Gelenkschmerzen insgesamt. Also muss man sagen, ja, es gibt Nebenwirkungen, absolut. Ja, das wisst ihr alle, die schon geimpft worden sind bei irgendwas und sich da nochmal dran erinnern können. Das ist jetzt nicht unbedingt was, das macht man zum Freizeitvergnügen. Aber die sind doch sehr übersichtlich und sehr, sehr durchzuhalten und auszuhalten. Genau, das ist eigentlich schon alles, worauf wir heute eingehen wollen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge in einer Woche und schließen damit die Trilogie ab. Tschüss.